Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Holt das Graussegel ein, ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Nimm das Ruder! Keine Scheu, Bursche, du musst das lernen! Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Halbes Segel! Aha, die Akia fliegt wieder! Fühlst du es, Junge? Setze Kurs auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Gib mir alle setzen, volle Segel! Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten.
besser. Wir sind bald da. Gehen an Land, Kanonen und Offiziere zu. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es ging. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Arme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los!